Herzlich willkommen zu meinem ersten Video auf Cologne Sackspace. Mein Name ist Volker Zimmer. Warum noch ein Tutorial? Tja, ich habe auf YouTube geschaut und habe mehrere Videos gesehen, wo Saxophonisten Sachen vorspielen. Und es gibt andere Videos, Tutorial-Videos, meistens in englischer Sprache, wo sehr viel über Akkordskalentheorie gesprochen wird, was auch wichtig ist. Die Theorie ist sehr wichtig. Aber was mir fehlt, ist dieses Segment dazwischen, wo der Schüler oder fortgeschrittene Spieler angesprochen wird, der improvisieren möchte oder schon improvisiert, aber halt eben besondere Tipps braucht oder besondere Ideen oder Inspirationen. Und da habe ich mir gedacht, okay, mache ich meinen eigenen Kanal und versuche mal meine Tipps und Tricks, die ich über 20 Jahre als Lehrer und auch als Musiker auf der Bühne oder als Workshopleiter mir zusammengetragen habe, über YouTube den Musikern zu geben oder halt eben darzustellen. Meine erste Idee heute ist, wie bekommt man die Tonleiter oder die Pentatoniken, die man lernt, in Form von Melodien. Wie bekommt man die hin, dass man damit schöne Melodien entwickelt oder schöne Melodien spielen kann? Eine Idee ist, dass man diese Tonleitern achtelt, also in Achtel spielt, in gezählten Achteln und langsam natürlich über Tempo 60, also ein Schlag pro Sekunde, ist immer ganz gut zum Anfang, dass man die Tonleiter in die Finger bekommt und halt eben damit umgehen lernt. Das geht dann ungefähr so. Ich nehme E-Dur-Pentatonik bzw. Cis-Moll-Pentatonik. Die Töne der E-Dur-Pentatonik sind E, Fis, Gis, H, Cis. Ich nehme noch die Oktave dazu, das ist dann E. Dann hat man diese Oktave komplett und dann hat man auch Pärchen, also immer zwei Töne, sechs Töne statt fünf. Das klingt dann immer etwas angenehmer, wenn man die übt. Diese würde ich halt anfangen zu achteln. Warum? Das Achtelspielen ist dazu da, dass man halt Entscheidungen trifft. Die meisten spielen halt die Tonleitern und versuchen daraus Ideen zu entwickeln. Das geht auf der einen Seite sehr gut, aber manchmal gehen einem die Ideen aus oder man kommt nicht in den Spielfluss. Und dafür ist diese Übung da mit den Achteln, dass man in den Spielfluss bleibt. Das heißt, das Achtelzählen zwingt einen dazu, Entscheidungen zu treffen bzw. den nächsten Ton zu spielen, ohne dass man länger drüber nachdenken kann. Und das wiederum bringt eine Melodielinie und diese Melodielinie kann angenehm sein, die kann einem sagen, das ist eine normale Linie, oder man sagt, nee, lieber nicht, ja, dann hat man die Entscheidungskraft. Aber diese Achtelspiel-Idee ist dazu da, dass man eben weitergeht, dass man eben nicht stehen bleibt und nachdenkt, war der Ton richtig und so weiter, sondern man kommt automatisch in einen Melodiefluss sozusagen. Also, ich beginne auf dem tiefen E und spiele diese Pentatonik aufwärts und abwärts einmal runter. Die Pentatonik über eine Oktave, das kann man natürlich über zwei Oktaven spielen oder auch die Töne nach unten erweitern und wieder zurückkommen zum E. Das war ungefähr Tempo 60, würde ich schätzen. Da ist kein Metronom dabei, aber ungefähr, also ein langsames Zähltempo, in dem man halt eben zählen kann. Also Achtel 1 und 2 und 3 und 4. Aus der Dur-Tonleiter kommt noch dazu. Das kann mal passieren, ist auch nicht schlimm, das ist kein großer Fehler, aber trotzdem sollte man, wenn es geht, hauptsächlich in der Pentatonik bleiben. Wenn man das dann gut kann, kann man das Tempo steigern etwas. Das macht man am besten mit Metronom und am besten in Zehner-Schritten, also von 60 auf 70, 70, 80 und so weiter, bis man halt einen guten Spielfluss erreicht. Ich mache jetzt ein bisschen schneller, ich denke mal Tempo 90 eher. 1, 2, 3. Zeitlang heißt so eine Übereinheit, zwei Übereinheiten, also je nachdem, wie man übt, halt eben, dass man ein Tempo verfolgt, dass man dann erst steigert, wenn man sich wirklich sicher ist. Also man muss wirklich gucken. Da gibt es auch so ein Gefühl, was ich immer bei den Schülern beschreibe. Ich sage, wenn ihr nicht mehr zögert, also wenn man das Gefühl hat, man spielt und man zögert nicht mehr, dann hat man es verstanden und gekonnt. Sobald da irgendwie noch so ein Gefühl von ist, naja, geht nicht so gut, dann würde ich es immer noch mal üben und zwar vielleicht einen Tick langsamer als vorher. Okay. Also sind es ungefähr bei Tempo 90 angekommen, können das dann steigern, Tempo 100, gucken, was da rauskommt. Ich variiere jetzt auch schon, das heißt, ich versuche die Töne so zu verbinden, dass sie nicht immer nur nacheinander kommen, sondern halt eben auch mal gemischt gespielt.
einen Atemzug lang, dann der nächste Atemzug. Da merkt man schon, man bleibt im Spielfluss drin, es ergeben sich schon einige schöne Linien, die man spielen kann. Und wenn man das dann auch gut kann, sollte man sich ein Play-Along suchen. Man muss natürlich die Tonart anpassen. Wir haben jetzt mal E-Dur genommen, also für das Saxophon. Für das Altsaxophon ist es E-Dur. Das ist G-Dur, klingend G-Dur. Für die C-Instrumente und klingend, für die Tenorsaxophon ist es A-Dur, um das nochmal zu sagen. Wenn man das dann also kann in dem Tempo, nimmt man sich ein Play-Along. Das war so ein ähnliches wie dieses. Das war ein bisschen Halftime gezählt, also die Hälfte der Schläge, à la Breve, wenn man es so will. Jetzt versuchen wir mal, das ist schon relativ schnell bei diesem Play-Along, die Achtel im Originaltempo zu spielen. Sehr wichtige Kontrollinstanz. Das bedeutet, wenn man dieses Zögern spürt, nochmal habe ich eben schon mal gesagt, wenn man dieses Zögern spürt, ist es immer nochmal angesagt, langsamer zu üben, die Sache langsamer abzuchecken und dann erst in ein höheres Tempo zu gehen. Jetzt versuche ich mal mit der Pentatonik Improvisationen zu spielen. Ja? Also es ist ja schon die nächste Stufe. Zwischen diesen Stufen ist manchmal ein bisschen, vergeht sehr viel Zeit, weil man es erstmal festigen muss, das, was man kann. Und dann wieder beim nächsten Üben wieder rausholen und dann wieder beginnen und so. Also es kann ein bisschen Zeit vergehen zwischen der einen Idee und der anderen. Aber die Endidee ist, dass man halt eben zu diesem Play-Along, was man dann hat, dann eben frei improvisiert mit der Pentatonik. Thank you.
meine Idee zum Thema, wie findet man Improvisationslinien, wie findet man Melodielinien, wenn man Tonleitern oder Pentatoniken halt eben dazu benutzt. Meine Idee, das Achteln der Noten zwingt einen dazu, weiterzugehen und Melodielinien zu entwickeln. Das war mein erstes Tutorial-Video. Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Es ist noch etwas holprig. Ich versuche mich zu bessern. Wenn ihr Ideen oder Anregungen habt oder Themen, die ihr behandelt haben wollt, dann schreibt sie unten unter dieses Video. Und dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video. Vielen Dank. Tschüss.